Hallo alle zusammen, heute zeige ich euch ein paar Ideen, wie ihr mit einfachen Handgriffen euch ein paar Verzierungen sticken könnt. Dafür braucht ihr folgende Dinge, und zwar Garn, eine Sticknadel und eventuell einen Stickrahmen, eine Schere und natürlich auch Material, auf dem ihr stickt. Ich fange an, mir hier eine kleine Verzierung am Hosentaschenbund sozusagen zu sticken. Das ist relativ einfach. Ihr nehmt da eine Garnfarbe eurer Wahl und fädelt die erstmal auf und macht einen Knoten am unteren Ende des Garns. So, dann fange ich auch einfach an, mit der Nadel einzustechen und rundherum, um diesen Bund zu gehen. Da seht ihr, ich gehe einmal komplett durch und steche von innen, von der Innenseite wieder ein, sodass der Faden einmal drumherum geht. Und wenn ihr das nun oft genug macht und immer relativ nah am vorherigen Einstichloch sozusagen wieder durchgeht, dann entsteht eine bunte Verzierung. Genau, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Ihr könnt natürlich unterschiedliche Farben nehmen. Ich habe jetzt mich entschieden, nur mit Orange einmal so eine Leiste zu machen. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr mit dem Stickrahmen etwas arbeiten könnt. Und da habe ich hier ein Stück Stoff. Das soll später mal ein Küchenlappen werden. Ihr spannt euch, da könnt ihr natürlich auch nehmen, was ihr möchtet. Ihr spannt euch dann diesen Stoff in diesen Stickrahmen, so wie ihr es gerade seht, ein. Der kleinere Rahmen kommt unter den Stoff und der größere kommt dann oben drauf. Und dann dreht ihr oben das alles ein bisschen fest, damit der Stoff schön eine schöne Spannung bekommt und ihr dort gut sticken könnt. So, was ihr sticken möchtet, ist natürlich freigestellt. Ich habe mich jetzt entschieden, ein paar verschiedene Blumenmuster zu machen. Und dafür fange ich an, zum Beispiel wie hier jetzt in der Mitte, mit der Mitte der Blume, wo ich so kleine Knubbel sticke. Und wie ihr gerade gesehen habt und gleich nochmal sehen werdet, wickelt ihr euch dafür den Faden 2-3 Mal um die Nadel, bevor ihr dann sozusagen erst einsticht, und dann entsteht wie so eine Art kleiner Hubbel, so ein Knoten. Und davon mache ich ein paar.
Für die Blüten nehmt ihr dann eine Farbe eurer Wahl und sticht von unten natürlich nochmal durch. Und ja, hier entscheidet ihr einfach, wie die Blütenblätter aussehen möchten. Ich fange an mit der längsten Strecke. Das ist sozusagen, das wären eher spitze Blüten. Und zwar steche ich da einmal ein und steche dann einfach sozusagen immer ganz nah an meine vorderen Einstichlöcher. Hier einfach zum Beispiel ein bisschen, eine kleinere Strecke. Ihr müsst natürlich mal gucken, manchmal verheddern sich die Sachen von hinten. Achtet da einfach ein bisschen drauf. Die Rückseite ist immer nicht so schön, aber es sollten auch nicht unnötig viele Knoten entstehen. Genau, wie ihr seht, hier einfach nicht direkt an die gleiche Stelle, sondern ein bisschen rechts daneben und ein bisschen kürzer. Und so könnt ihr dann verfahren, rechts und links, indem ihr immer kürzer werdet. Ihr könnt nur 3 Einstiche machen, ihr könnt mehrere machen, je nachdem, wie breit euer Blatt sein soll. So ähnlich sieht dann eure Blüte vielleicht auch aus. Ich entscheide mich jetzt hier nochmal ein bisschen ein oder zwei Blütenblätter in Grün dazu zu machen. Ja, mit der gleichen Technik. Nehmt ihr einfach eine andere Farbe und macht eure Längsstiche so lang, wie ihr möchtet, je nachdem, wie groß euer Blatt sein soll.
Ja, und so verfahrt ihr dann weiter. Ihr könnt eure Blumen natürlich so gestalten, wie ihr möchtet. Wie ihr gleich sehen werdet, mache ich das hier sogar noch simpler, indem ich einfach nur ganz viele Einstiche mache für die Blütenblätter. Also jeder Fadenstich ist dann sozusagen ein Blütenblatt, wie bei einer Gänseblume zum Beispiel. Lasst eurer Kreativität da freien Lauf. Wie ihr seht, ich mache die Mitte hier auch ein bisschen anders. Auch einfach nur mit Einstichen. Probiert euch da einfach aus, je nachdem, was euch gefällt, was gut funktioniert, was einfach ist. Und macht ruhig unterschiedliche, ganz viele unterschiedliche Blumen. Ich habe jetzt hier noch ein kleineres Stück Stoff, was ich zu einer Art Lappen vernäht habe. Und dann zeige ich euch jetzt gleich nochmal eine ganz einfache Variante. Dafür nehmt ihr euch entweder nur eine Farbe eines Garns. Ich habe hier so einen kleinen Verlauf gemacht. Und dann nehmt ihr euch eine Farbe und fangt damit erstmal an. Genau, ich bin hier von innen in den Stoff reingegangen, damit der Knoten nicht sichtbar ist und steche an der Außenkante einmal raus. Und was nun kommt, ist, ihr sticht einfach am besten in den gleichen Abständen immer ein und aus, ein und aus und zieht dann den Faden durch. Somit entsteht ein Zierstich, der auf beiden Seiten gleich aussieht. Und damit möchte ich einmal durch den gesamten Stoff gehen. Ich wechsle meine Farben. Ihr könnt, wie gesagt, das alles nur in einer Farbe machen. Auf jeden Fall achtet darauf, dass die Stiche ungefähr gleich groß sind und die Linien, wenn das beabsichtigt ist, auch gerade. Ihr könnt natürlich hier auch irgendwelche Kreise, irgendwelche anderen Muster reinstecken. Ihr könnt euch euren Anfangsbuchstaben
einmal raufstecken. Und wenn das sozusagen spiegelverkehrt auch funktioniert. Weil, wie gesagt, somit entsteht ein Zielstich, der von beiden Seiten gleich aussieht. So, an der Stelle habe ich mich entschieden, doch nochmal dieses Orange zu nehmen und mit einem etwas anderen Stich hier einmal eine Verzierung zu machen. Und zwar, genau, nehmt ihr euch da einen anderen Faden. So, ich steche wieder an der Kante von innen an der Kante ein. Und was ich jetzt machen möchte, ist einen durchgängigen Stich zu machen, also sozusagen wie eine gerade Linie. Und damit stecht ihr erstmal auch wie gewohnt ein. Und anstatt aber sozusagen nach links weiterzuarbeiten, geht ihr einmal zurück in das eine Einstichloch und schließt somit sozusagen ja, diese visuelle Linie. Also wenn ihr vorne eingestochen habt, dann geht ihr einmal zurück in dasselbe Einstichloch vom letzten Mal und zieht da den Faden durch. Und somit entsteht eben ja, eine durchgezogene Linie.
Ja, und so oder ähnlich sehen dann eure fertigen Stoffe aus. Ich habe hier noch, wie ihr seht, ein paar mehr Blumen gemacht und das alles mal gebügelt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Bis dann!